Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge. 37. Ja, ich wollte 37 sagen und sag 36, weißt du? Oh mein Gott. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Star Citizen. Natürlich zusammen mit Pascal. Hallo. Und ja, wir sind wieder auf der Messe. Heute geht es um Drake, um Argo, um Consolidated Outland, um Greycat und um Kruger. 5 Hersteller, 2 Hallen. Na dann. Ja. Haben wir was vor uns. Ich meine, die haben jetzt alle nicht so viele Schiffe wie zum Beispiel jetzt Anvil oder so. Nee, Aegis. Naja. Einer von beiden hatte sehr viele Schiffe. Ich glaube, Anvil war es. Ja, stimmt, mit dem ganzen Zeug, ja. Ja, Drake, mittlerweile solltest du einigermaßen bekannt sein. Hat sich jetzt nicht so viel geändert, sozusagen, zu den letzten Messen. Wir haben wie immer die Herald. Harald. Herald. Harald. Nee, die heißt Herald. Harald. Ja, Data Runner mit großen Triebwerken, ja. Damit man sehr schnell ist, ne? Ist es nicht so spannend da drin, deshalb gehe ich da einfach nicht mehr rein. Du bist jetzt nur nicht reingegangen, weil die Tür gerade aufmacht und sie mir jetzt vor deinen Augen zugegangen ist, wette ich, oder? Ich habe sogar Intership gedrückt, aber ich stand halt zu weit weg. Ja, dann haben wir hier die Buccaneer. Ein sehr nerviges Schiff, sag ich mal dazu. Ein sehr, sehr nerviges Schiff. Wenn man dagegen kämpfen muss. Die ist wendig. Und hat ein paar ballistische Kanonen. Ja, aber ansonsten ist das Ding eigentlich vor allem nervig. Also aus meiner Sicht zumindest. Gibt vielleicht Piloten, die mögen die Buccaneer. Na, dann haben wir die drei Varianten. Cutlass Blue, Cutlass Black und Cutlass Red. Zwei davon habe ich schon mal eine ganze Weile lang geflogen. Und die Red war die für Krankenzeugs, ne? Ja, korrekt. Richtig gemerkt, sehr gut. Steht auch nochmal da hier. Rescue, ja. Ja, die Cutlass Black, die bin ich halt lange Zeit einfach geflogen. Ja. Das war Cargo-Dings, ne? Ne, was heißt Cargo, Combat, also Medium Fracht und Medium Combat heißt, ist die, glaube ich. Ah, okay. Von dem Fokus her. Na, ansonsten haben wir noch die Cutlass Blue. Die ist, die müsste dann Interdiction sein. Weil der kann man ein bisschen Cargo transportieren. Also ist das Ding ist ähnlich wie bei der Cutlass Red. Allerdings hat man dann hier ein paar Zellen. Also ähnlich wie bei der Avenger Stalker. Von Krankenbetten. Genau. Das ist sozusagen der Sinn von der Cutlass Blue. Schaut einfach mal nach in unserer Star Citizen Playlist. Da gibt es bestimmt einige Folgen, wo wir die Cutlass Black auch geflogen sind. Schaut einfach mal auf den Thumbnails nach und den Titeln nach, was denn auf die Cutlass Black andeuten meistens könnte. Meistens ist auch auf dem Thumbnail. Also vor allem die eine Folge zum Beispiel hier Bounty Hunting für bessere Löhne, Bounty Hunting mit Akkord oder sowas. Mhm. Ja. Ich meine, das Schiff haben wir uns auch schon öfters angeguckt, ja. Hier mit den die Caterpillar sozusagen. Ich würde sagen, wenn ihr die Schiffe, die wir jetzt euch nicht hier in den Folgen zeigen, von der Messe nochmal sehen wollt, dann sind das meistens Schiffe, die wir eben schon bereits in vorigen Folgen hatten. Deswegen schaut da gerne die Playlist vorbei, oben auf dem i verlinkt. Ja, wie gesagt, also Caterpillar ist ein großer Cargo-Hauler. Ein Cargo-Schiff. Soll ich deutsch bleiben hier? Man hat sehr große... Sind die neu? Nee. aber die waren doch sonst noch nicht da. Ja, man kann sozusagen die Seitenklappen hier aufmachen und dann damit irgendwelchen Mist machen. Das ist so der Sinn. Zum Beispiel Cargo transportieren. Ja. Zum Beispiel. Oder man platziert hier irgendwelche Dragonflies drin und fliegt dann in einem Weltraum raus. Das kann man auch machen. Ja, ansonsten haben wir ein paar Abschnitte davon. Hier, wenn ich mich recht erinnere. Da kann man doch alles aufmachen. 3. Ist natürlich auch alles mit doppelten Luftschleusen gesichert. 4, ja. Genau, 4 Cargo-Bereiche sozusagen. Die kann man nach oben alle von der Brücke, von dem Steg begehen. Hier ist dann noch der Turret, sozusagen der vordere oben drauf. Ja, ansonsten ist es jetzt erstmal nicht so spannend, sagen wir mal so, ne? Viel spannender hingegen ist das Holo-Ding. Die Holo. Egal. Ich gehe einfach runter. Die Holo-Tanks. Der Keller. oder wie voll ich es immer nenne, die Coming Soon Hall.
Guter Name. Dragonfly. Das sind die verschiedenen Varianten? Nee, es ist sogar so immer nur das gleiche, weil es gibt ja verschiedene Farbvarianten da. Nur mit der anderen Geschütz vorne dran immer. Nö. Echt? Ach, es ist schon so das gleiche Geschütz. Okay, sahen aus, als ob es ist die Standard Scattergun. Also die Standard, wie heißt das? Schrotflinte. Ja. Wie ich auch schon mal ausprobiert. Du kannst ja noch einen zweiten Typen mitnehmen, der dann nach hinten guckt sozusagen und nach hinten ballern kann. Also ein Zweisitzer Hoverbike. Genau. Ja, das ist nicht so spannend. Man kann sie tatsächlich auch auf Raumstationen rausholen. Also das hier sozusagen. Ich glaube, die hatten wir auch mal in der Folge, oder? Ja, die haben wir auch schon mehr als einmal gezeigt, glaube ich. Ja, genau. Auch da geht wieder das Gebot. Schaut einfach mal in die Playlist. Schau durch dieses Ding her. Ist es nicht schön? Holla, die Waldfee, du. Der Flugzeugträger in Star Citizen. Ne? Ist das ein cooles Ding? Und dann ist es auch noch von Drake. Ist das Design? Die haben das Design ein bisschen geändert, oder? Kann auch sein, dass ich einfach lange nicht gesehen habe, aber ich habe das Gefühl, die haben ein bisschen am Design geändert. Ah, kann ja sein, dass die Dinger hier im den Holodecks auch noch vom Äußeren her so leicht im Work in Progress sind. Das könnte ja auch sein. Ja, nee, das ist alles sozusagen Work in Progress. Also da steht noch nichts fest. Mal ein paar Informationen dazu. Das Ding ist 270 Meter lang, 104 Meter breit, 64 Meter hoch. Ist natürlich Capital-Klasse, also Größe. Im Pledge Store kann man es für 1650 Dollar kaufen, wenn es verfügbar ist. Es war inzwischen innerhalb von 2 Stunden, glaube ich, ausverkauft. Nur so als Info, das ist sehr beliebt, ja. Das Ding hat 6x Size. Ja, warte mal. 4x Size 6 bemannte Turrets. Also sozusagen solche Dinger hier vorne. Ach mein Gott, Kamerasteuerung und so ein Ding. Hier, sowas hier. Dann hat es noch Size 5 Remote Turrets, 4 Stück und Size 8 Mante Turrets, 1 Stück. Das ist dann vielleicht das da vorne oder so, keine Ahnung. Aber Size 8, das ist schon echt groß. Also Size 8, hier die Ares, die hat Size 7. Und das ist schon, also die Ares, das ist halt ein Schiff, das um eine Kanone herumgebaut wurde, ja? Ja. Ja, das Ding kann landen. Ob ihr es glaubt oder nicht, das Ding kann landen. So ein landbarer Flugzeugträger. Also ziemlich das größte landbare Schiff aktuell, soweit ich das verstanden habe. Ansonsten, ja, es hat halt die Funktion sozusagen, dass man Schiffe reparieren, auftanken, aufmunitionieren kann. Man kann Schiffe, glaube ich, sogar einparken in einen von 2 Reparaturhangars. Die sind, glaube ich, auf der Seite hier. Jo, hier. Ja, ansonsten hat es halt ein paar Pads. 4 kleine, 2 große, obwohl man auf das große wahrscheinlich auch ein ganz großes Schiff draufpacken kann. Weiß ich jetzt nicht, ich hab's noch nicht ausprobiert. Wie so eine Station für unterwegs, wo man halt alles, was man noch an einer Raumstation machen kann. Du hast auch Landen, nachfüllen. Du hast auch ordentlich Cargo-Zeug, also das ist schon ein ordentliches Ding. Ja, du natürlich brauchst du ein Multicrew, also was steht hier, mehr ein Fokus, mehr Zweck und leichter Träger. Was ist denn ein schwerer Träger? 3700, also ungefähr 3800 Frachteinheiten. Die Cutlass hat 32. Also nur so für Dimension, ja. Die Cutlass haben wir uns ja gerade angeschaut. Und was wollte ich noch hier sagen? Wo war denn das hier? Besatzung maximal 10 steht jetzt hier, aber ich glaube, da kannst du wesentlich mehr Leute reinpacken. Also Besatzung 10, das ist, wenn du alle Türme besetzt oder so, müsste das sein. Ja. Dann gehen wir zum nächsten Schiff. Co-Pilot. Und zwar die Drake Vulture. Die kommt noch demnächst raus, also das sollte die auch einigermaßen final jetzt hier drin schweben. Das ist ein Salvaging-Schiff, also ein so ähnliches wie die wie heißt sie? Reclaimer. Hat nur ein kleiner sozusagen. Also das Schiff ist nur. Das ist nur 33 Meter lang. Also es wird. Wie lang ist die Cutlass?
20 vielleicht. Also das Ding ist nicht so groß sozusagen, also hier hast du halt ein Cockpit sozusagen und hier kannst du halt sozusagen Schrott zwischen die Klauen nehmen und den wegtransportieren. Hat das natürlich nicht so große Systeme, Platz für Systeme, wo man den Schrott verarbeiten kann, aber hier hinten hast du halt auch ein bisschen Cargo drin sozusagen, um das sozusagen einfach ein bisschen zu transportieren. Das heißt, wenn du dein Raumschiff zu... mehr, es ist nicht viel, ja. Das heißt, wenn du dein Raumschiff zu Schrott geflogen hast, dann holst du einfach das Ding und tust dann mit dem dein altes Raumschiff eher verschrotten. Jo. Und aus dem Weltraum raus transportieren. Praktisch. So, dann haben wir hier noch die Corsair Exploration Focus. Das Ding irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie erinnert mich das, also wenn man sich das nur mal so anguckt, irgendwie erinnert mich das an ein Raumschiff aus Star Wars The Clone Wars. Aber nur so kann ihn betreten. Ja, du nicht, klar. Typ hat noch nicht Star Wars geguckt, der ist krank. Och, ich habe Teil 1 gesehen. Aber nur widerwillig und hat mir nicht gefallen. Ja, halb. Ich hab da geschlafen. Anderes Thema. Versuch zu schlafen. Anderes Thema. Exploration, also sozusagen einfach irgendwo hin und her fliegen. 55 Meter lang. Ja, hat 4 Missiles. Größe 4 maximal, ja. 2 Size Gun. Zwei Size was Gun? Zwei Size 2 Guns, ja. Zwei Size 2 Türme. Also das sind dann wahrscheinlich die hier. Und außerdem noch Size 5 ungegimpelte Kanonen hier vorne und Size 4 ungegimpelte Kanonen hier unten noch dran. Also sozusagen, wenn sie normal standardmäßig sind sie gegimbelt, aber man kann sie auch nicht mehr gimbeln, dann sind sie halt eine Größe größer. Ist ja normal. So. Ja. Ja, ansonsten ist es nicht so spannend. Also ja, man kann halt so ein paar Leute sozusagen mitnehmen. Maximal 4. Für 4 ist es ausgelegt. Ja. Exploration ist ja aktuell noch nicht implementiert, dadurch kann ich da wenigstens zu sagen, wie cool solche Schiffe sind. Na gut, dann hätten wir auch alles von Drake gesehen. Jo, gehen wir rüber. Schupp, da sind wir wieder. Wir haben, wie gesagt, Argo. Wir haben, also Argo in der Haupt. Argo Astronautics, wenn ich schon den Namen hier stehen habe. Dann haben wir noch Kruger Intergalactic, Greghead Industrial und Consolidated Outland. CO, wie es hier abgekürzt wird, schauen wir uns unten an. Unten, drüben. Unten stehen dann noch die beiden Kruger Merlin Varianten, Archimedes, Kruger P52 und P72, okay. Ja, die heißen Merlin und Archimedes, man nennt die immer nur Merlin, ich habe noch nie die Archimedes gesehen. Und dann haben wir noch Greycat mit den PTV, mit dem Rockzeug, ja. Unten haben wir auch noch zwei Holo-Dinger. Also hier in der Mitte haben wir jetzt erstmal Argo. Genau, so. Dann haben wir hier dieses Schiff. Dieses Schiff, ja. Das wurde zum Schiff des Jahres gemacht. Weil sich ein paar Leute einen Scherz erlaubt haben. Die Story klingt interessant. Erklär mal. Also es wird halt sozusagen, jedes Jahr wird halt sozusagen gewotet, was das beste Schiff des Jahres ist. Und da standen halt so Dinge zur Auswahl von Crusader, hier Mercury Star Runner, was halt wirklich schon ein sehr gutes Schiff ist, oder die C2 etc. Aber nein, dieses kleine Mistding hat sie alle überboten, ja. Dieser kleine Mini-Cargo-Transport-Dingens. Ja, diese kleine dumme Hummel. Ich mag ihn nicht. Ihr merkt schon. Diese Cargo-Knutschkugel. So ungefähr. Wir haben einen Sitz, ein bisschen was zum Jacken aufbewahren, Fenster. Es ist halt vor allem zum Beliefern von größeren Schiffen, die nicht landen können oder so, vermute ich mal. Oder es ist so ein Stauraum halt eben, ansonsten. Ja. Ausgepackt? Nö, das war alles so gedacht. Da war eine Luke offen. Und dann haben wir auch noch natürlich eine andere Variante des Dings, und zwar die total gemütlich aussehende Passagiervariante, wenn ich den Knopf finden würde.
Stell das Frachter unter dir, also da sind ein paar gemütliche Sitze. Das sieht actually gar nicht so schlecht aus, bis auf das, wenn man sich ducken muss. Ja. Hast sogar eine Leselampe, wow. Aber wie gesagt, auch wahrscheinlich zum Crew transportieren, wenn man ein größeres Schiff hat. Vermute ich mal. Also wie gesagt, die kann man wahrscheinlich dann einfach umdocken sozusagen. Also du hast nur dieses Chassis hier und dann kannst du den Teil da dran beliebig an- und abkoppeln. Das sehen wir ja auch hier, das ist ja das gleiche Chassis hier. Und dann kannst du halt dieses Ding hier dran sozusagen umkoppeln und dann sind die ja vielleicht dann doch ganz sinnvoll sozusagen. Also wenn du halt sozusagen irgendwie 5 Stück davon hast und dann brauchen wir, sagen wir halt, so wir brauchen 3 Leute beim Cargo und 2 Leute bei Person. Und das nächste Mal brauchst du nur 4 bei Person und nur 1 bei Cargo, zum Beispiel. So, dann kannst du halt einfach umkoppeln sozusagen. Also in dem Sinne ist schon recht sinnvoll. Dann haben wir hier ein neues Schiff, und zwar die Argo Raft, wo ich die Docking-Schleuse irgendwie ein bisschen dämlich platziert finde. Ansonsten haben wir noch die Argo Mole, das 4-sitzige Mining-Schiff, also 3 Laser, ein Pilot oder halt noch ein Co-Pilot, wenn man es braucht. Hat auch Vitoils, also umklappbare Raketentriebwerke. Ja, es ist das große Mining-Schiff aktuell. Mal gucken, ob es demnächst abgelöst wird. Mal schauen. Wissen wir noch nicht. Ja, angeschaut haben wir uns, glaube ich, auch schon mal. Hier auch wieder dieser leuchtende Kreis. Da geht's zum Elevator. Fahren wir mal hoch. Können wir mal ganz kurz reinschauen. Hier. Das ganze Zeug, halt sozusagen dieses typische für Argo, alles in Orange und so ein bisschen industriell wie Drake, aber halt dann doch ein bisschen schöner industriell. Wisst ihr, was ich meine? Also, Pascal, verstehst du es so ungefähr, ja, ich meine? Ja, so ungefähr. Dass man halt sozusagen das einfach ein bisschen schöner gemacht hat, sozusagen. Hier geht's zu den Lasern jeweils, links und rechts. Da oben ist dann noch Crew. Ja, komm, dann gucken wir uns das halt eben kurz an. Brauche ich es auch nicht zu erzählen, wenn ich es mir dann nicht angucke. Ja, genau. Also wir haben sozusagen dieses Crew-Ding. Was ist das? Das ist ein Radio? Cool. Ja, also ansonsten haben wir halt hier vorne dann sozusagen, hier geht's Engines und das ganze Zeug. Danger Extreme Pressure. Das ist wahrscheinlich für die Verarbeitung der Materialien und Einlagerung. Hier geht es zum unteren Laser, hier geht es dann zur Brücke. Genau, Pilot und Co-Pilot. Co-Pilot kann aktuell noch nichts machen. Oder hat das Ding Raketen? Das weiß ich gerade gar nicht aus dem FF. Ja, hier geht es noch zur Habitation. Hier natürlich auch mit Bad. Ne? Braucht man ja. Schön. Ja. Eine Kompaktdusche. Und das hier sind noch, keine Ahnung, Cargo, also zum persönlichen Stauraum. Die Dinger sind wie immer Escape Pods, also was ist wie immer, aber meistens sind es Escape Pods. Nur um Platz zu sparen. Entweder du schläfst in deinem Bett oder du haust dein Bett ab, wenn das Raumschiff gerade zu... Runde geht. Mein Bett ist das Letzte, was ich abgebe. Ja. Natürlich auch immer für viel Sicherheit, ja, dass man nicht einfach rausfallen kann hier. Nicht einfach rausfallen, danke. Dann gucken wir uns mal die Raft an. Ich habe sie bisher auch nur gesehen. Und die hat zum Beispiel die Besonderheit, dass die externes Cargo hat. Das hat bisher kein Schiff. Die Miskal-Serie wird das haben. Sozusagen, dass sie halt außen sozusagen dran die ganze Cargo machen. Aber hier hast du sozusagen diese 3 Cargo-Container. Und da kannst du sozusagen einfach irgendwo hinfliegen. Und du sammelst halt diese 3 Container aus. Und die Crew muss noch nicht mal aussteigen. Das ist der Sinn von dieser externen Cargo sozusagen. Also hier wie zumindest. Wie so ein LKW, wo du dann auch einfach den Auflieger an- und abkoppeln kannst. Kannst du dir die 3 Cargo-Container auf- und abkoppeln. Also ich mir jetzt allerdings nicht frage, wo stellt man hier ein? Die Allzeitfrage. Hallo, ich würde gern rein.
Das sieht mir doch aus wie einer. Ah, muss man noch ein Dingspad finden. Das Knopf? Ja, das ist ein Knopf. Ja, Hall Elevator. Das hat sogar einen sehr Knopf. Gut. Das hat nicht mal einen Pad. Oh, wir haben sogar keine Sicherheits... So. Ja, nee, warte, erst Lower Deck. Sehr gemächlich. Ja. Okay, dann schauen wir uns erstens den Engineering-Teil an. Hallo? Ich glaube, der Fahrstuhl steckt fest. Glaube ich auch. Ach, guck mal, jetzt sind wir unten gewesen. Nice. Also merken, nicht zwei Knöpfe hintereinander beim Fahrstuhl drücken. Das yeah. mag er nicht. So, dann haben wir hier den Engineering-Teil. Wie bei allen neuen Schiffen kann man natürlich hier sich aufmachen, oder? Irgendwie. Hallo? Okay, also bei den Knöpfen normalerweise. Hm. Geht hier anscheinend gerade nicht. Schade. Aber guck mal, hier haben wir wieder natürlich Licht, ne? Wenn man es mal gemütlicher haben will im Maschinenraum. Machst du bitte? Okay, dann halt nicht. Oder Alarm. Ach, dann halt nicht. zu. So, hier ist ein Knopf. Genau. Kann man sich das mal anschauen. Komponenten. Man kennt's. Werde ich mir jetzt nicht weiter angucken hier. Hier geht es. Gute Frage, was ist das hier eigentlich? Ah, Leiter. okay. Also hier geht's zur Leiter. Gut zu wissen. Maus. Wegen Fahrstuhl. Genau, dann haben wir hier den wichtigen Sitz. Den Support-Sitz, an dem man sozusagen dieses Cargo-Ding steuern kann. Also seht auch, das Ding ist anscheinend auf Schienen aufgehangen. Ich weiß nicht, ob man da nur drei dranhängen kann. Das kann man doch bestimmt irgendwie ausprobieren. ja, mal gucken. Also, es ist halt ein bloß für Cargo. Kann man da nicht sagen. Auch wieder VTOL sozusagen, damit wir besser starten und landen können auf Planeten. Aus senkrecht Starter halt eben. Genau. Aber das war's, glaube ich, vom Engineering Deck. Dann können wir nochmal runtergehen. Die Lower Decks. Ja, danke. Gehen wir einfach nochmal in die Etage runter zu Habitation. Da ist nämlich auch das Cockpit. Und die Dockingschleuse und der ganze Müll. Da. Hier haben wir Spins. Also das Schiff ist sozusagen für zwei Leute ausgelegt. Halt Pilot und Engineering. Hat jeder zwei Spins sogar. Ein Spind und ein Armor. Ne, das sind zwei Spins einfach nur. Lol. Mein schönes Badezimmer. Nö. Ja. Welche gute Kompaktdusche. Hier liegen auch wieder irgendwelche Utensilien rum. So auch nett. Hat jemand den Text vergessen? okay, lustig. Ja, hier auch. Da müsste eigentlich Use oder so stehen. Hat da niemand in den String eingegeben, deswegen steht da einfach nur da Empty String, weil niemand in den String irgendwas eingegeben hat. Strings sind in der Regel Text. Richtig? Sehe ich das richtig? Ja, ich meine, es wäre eine Programmierung irgendwie so. Ja gut, wir können zwar beide programmieren nicht ich aus. Ich kann schon ein bisschen was, aber so viel verstehe ich noch. String ist, glaube ich, Text. Genau, und das müssten wir Hanna oder Richard fragen. Ja, die haben ein bisschen mehr Ahnung. Die kennen sich da aus. Gucken wir nochmal, wo geht's denn hier hin? Also Bridge, Dockingschleuse. Schleuse. ja, hier ist der Lift. Hier ist Cockpit, Co-Pilot und Pilot. Ja. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie bei der Argo Mall. Ansonsten haben wir, wie gesagt, das Habitation-Ding. Das finde ich wirklich sehr schön. Also hier, cool hier ist so eine schöne Einbauküche. Sieht zwar, ja. Industriell aus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, so weißt du. Das Salz sieht irgendwie nicht mehr gut aus. Der Pfeffer aber auch nicht. Ach, das soll Salz sein? Ja, vielleicht. Ich denke mal, Weiß und Schwarz, also Salz und Pfefferstreuer. Das ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Ich gehe mal davon aus. Ey, aber guck mal an, was die hier gedacht haben, ja.
Putzmittel, Küchenpapier. Sowas siehst du nicht in älteren Schiffen, ja? Das gibt's nur in den neueren. Ja, guck mal, Ketchup und Senf. Strohhalme. Strohhalme. Okay, cool. Ha. Also, weißt du, daran merkt man auch, dass die halt wirklich immer besser werden, sozusagen. In dem, was sie tun. Doch Liebe reinstecken, ne? Aber auch wie ich das bei einigen schon, gesagt habe, beim Bad, wo doch mal diese Utensilien stehen, so keine Ahnung, so eine Flasche Shampoo oder sowas irgendwie. Was ja auch kleine Gimmicks sind, die ja extrem cool sind. Genau, hier kommen wir sozusagen zum Personal Storage rein. Ach, sorry, ich hab dich unterbrochen, ja. Die bringen zwar nicht diese Sachen, ne? Oder auch hier dieser sich bewegende Kaktus. Die bringen dir zwar gar nichts, aber sehen einfach ultra cool aus. Ich weiß nicht, ob ich mich dem nähern möchte. Genau, also hier haben wir Personal Storage. Sozusagen, also wir können hier sozusagen, also normalerweise würde jetzt hier Inventar auftauchen, geht es natürlich nicht, weil es nicht mein Schiff ist. Ja, aber das war es auch mit der Argo Raft. Ich halte mir schon wieder zu lange auf, überall. Ich habe über die Kraken schon wieder so viel gelabert. Funktioniert das, dass ich das aufmache? Ja. Wenn du den Knopf drückst, dann funktioniert es auch. Aber es ist die Tür zumachen. Ja. Consolidated Outland. So, die Nomad, die haben uns auch schon mal angeguckt. Ein schwebendes Raumschiff. Also das ist gelandet hier. Das steht auf dem Boden sozusagen. Und die Mustang-Reihe. Mustang Alpha, Mustang Beta, Mustang Gamma und Mustang Delta. Kreativ. Ja. Hier haben die Gamma zum Beispiel. Auf was ist sie fokussiert? Lass mich raten. Racing? Oh, okay. Hab ich's gesagt. Die ist einfach nur schnell. Dann haben wir hier die Variante in Orange. Die Mustang Delta. Ich weiß gar nicht. Das ist die Pathfinder-Variante. Also eine Erkundung. Ist da die Beta, aber okay. Ach, aber stand da Beta? Im Schild stand Mustang Beta. Ja, Ja, ich hab nichts gesagt. Das andere war gerade eben schon die Mustang Delta. Deswegen war ich gerade verwirrt. Hä? Also eines ist die Mustang Delta, das andere ist auch wieder die Mustang Delta. Ja, Delta ist Racing und die Beta war das Orange. Ist ein Wochenende. So, dann haben wir hier, glaube ich, die Alpha, genau. Leichte Fracht. Also damit kann man hier hinten sozusagen, wenn man da noch was reinpacken will, einen Apfel und ein Ei transportieren. Genau. Ja, passt da wahrscheinlich aber auch nicht rein. Genau, da kannst du einfach hier sozusagen ein bisschen Zeug reinpacken. Na, ein Apfel und ein Ei halt eben. Ja. Aber Personen mitnehmen geht damit immer noch nicht. Und dann haben wir hier noch die Mustang. Was ist übrig geblieben? Gamma. Gamma, genau. Das ist dann die Fight-Variante wahrscheinlich. Sieht auch ein bisschen aggressiver aus. Ein leichter Fighter. Nee, das ist jetzt die Delta. Also war die. Nee, das da vorne Gamma. Alpha. Ja. Beta. Nee, Beta, nee, Alpha. Okay, Gamma, Gamma, Beta, Alpha, Delta. Jetzt haben wir's. Ich will nicht über die richtige Reihenfolge hinstellen, wenn sie die Schiffe, ja. Schlimm, ne? So, zwei Pupskanonen haben wir dran. Und dann nochmal zwei Pupskanonen. Ist doch so. Ja. Und dann haben wir an den Flügeln natürlich auch nochmal welche Waffen. Die sind halt wendig. Ja. Ist eins der beiden schweren Schiffe. Beziehungsweise, also am Anfang meistens hat man ja, wenn keine Angebote sind oder sozusagen als Auswahl zwischen zwei Starterschiffen, entweder Mustang Delta oder Aurora. Aktuell gibt es auch die, also man kann auch andere Starterschiffe normalerweise nehmen, aber das sind sozusagen die meistens angeboten werden und wenn sich Leute nicht so viel auskennen, dann nehmen sie wahrscheinlich eins von den beiden. Gerade gibt es auch noch die Nomad. Keine Hashtag, keine Werbung. Aber die Nomad, die ist als Starterschiff eigentlich schon ziemlich cool. Weil, also du kannst dir das vorstellen wie so ein Pickup-Truck. Ein Star Citizen sozusagen. Du kannst sogar die Cargo Bay runterfahren. Also was cool ist denn das? Also das kannst du das ganze Ding hier voll mit Cargo stopfen. Das ist sogar weniger verbuggt als die letzten Patches. Also inzwischen kann man das sogar einigermaßen sicher tun und es fällt nicht mehr ab und zu alles runter.
Ja. Das ist eine sehr, ansonsten, sehr ansonsten ist, es auch, ist es auch gar nicht so wenig bewaffnet. Also wir haben, das heißt, 3 Waffen gegimbelt, glaube ich, hier drauf. Und da unten nochmal was drauf. Das ist gar nicht so schlecht. Also das kann schon reinhauen. Das ist so einigermaßen wendig. Sie ist sogar recht schnell mit Standard-Equipment. Ja, kann man eigentlich nichts gegen Standard als Standardschiff sagen. Ist natürlich auch ein bisschen teurer als so eine Mustang. Ja, gehen wir in den Keller. Alle Knochen gebrochen. So, da haben wir jetzt den Greycat Rock DS. Der verbuggte Rock, der war noch nicht genug. Ist so oft umgeflogen, ja. Aber ja, inzwischen haben sie den auch einigermaßen wieder auch hingekriegt. Stattdessen haben sie den Rock DS gemacht. Der hat mehr Storage. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr. Doppelte vielleicht oder so. Der hat auch ein zweites, eine weitere Achse hinten sozusagen. Und das ist, wie man sieht, du kannst nicht mehr aus dem Pilotensitz sozusagen den Laser bedienen, was eigentlich totaler Quatsch ist. Sondern du brauchst sozusagen eine zweite Person, mit der du den Laser sozusagen bedienst. Die kann dann auch in der Höhle nach oben gucken etc. Was man ja mit aus dem Cockpit auch machen kann. Ja, er ist eigentlich rein. Er ist. Ja. Das Ding ist, man hätte diesen Sitz auch weglassen können und einfach einen größeren Rock gemacht. Dann wäre aber der hier eigentlich komplett sinnlos gewesen. Deshalb hat man da noch einen zweiten Sitz dran gemacht. So habe ich zumindest so das Gefühl, warum dieser zweite Sitz überhaupt existiert. Ja, fand ich jetzt nicht so sinnvoll. Aber, ey, man musste ja irgendwas zu Höhlen hinbringen, ne? Ja. Dann haben wir noch das Go-Kart. Wer will denn kein Go-Kart? Also, sorry. Ja. Ja, wenn du Golf spielen willst, also brauchst du ein kleines Kart. Power on. Ja, das ist doch süß. Also, sorry. Kann man nicht gegen sagen. Was haben wir auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite haben wir die beiden Schiffe von Kruger. Und zwar einmal die Merlin und die Archimedes. Ja, das ist Racing. Ich weiß nicht, wofür ein Racing-Schiff so viele Waffen braucht. Um die Konkurrenten auszuschalten, ne? Die Bahn frei! Und ich weiß gar nicht, was die für einen Fokus hat. Die Merlin. Snapfighter. Achso, ja gut. Das Ding klebt auch an der Constellation unten hinten dran. Das ist das Schiff hier. Falls sich da jemand gefragt hat. Das Ding hat ein Maschinengewehr hier oben drin. Da. Ich kann es mal oben zeigen. Hier. Also das ist nicht unbewaffnet. Das hat schon ein bisschen Wumms. Das ist ordentlich wendig. Das ist ordentlich schnell. Und du kannst es halt andocken einfach so, ne? Ja. Oh. Ein kleiner Snapfighter halt. Ist bei der Constellation ganz sinnvoll, weil das Ding halt dann doch ein bisschen träger ist und bei kleineren Schiffen, da kann man sozusagen dann den Snapfighter abdocken, wenn man bei Multicrew unterwegs ist. Und dann hat man da sozusagen die Möglichkeit einfach. So, dann haben wir hier von Argo mal wieder ein neues Schiff sozusagen da. Und zwar die SRV. Ich weiß nicht, warum es... Warum die SRV ist? Ich habe es bisher nicht ausgeschrieben gefunden. Die SRV ist ein Abschleppschiff. Abschleppschiff? Englisch ist am Start. Ein Abschlepp. Abschleppschiff. So, jetzt habe ich es. Die hat hinten einen Traktorstrahl dran. Und mit dem kann man sozusagen wie. So ähnlich wie die Vulture. Nur, dass. Das Ding hat sozusagen ganze Schiffe transportiert. Das ist sozusagen der Sinn dahinter. Wäre wahrscheinlich ganz lustig, wenn man damit dann irgendwelche Freunde dann einfach mal mitnehmen kann. Ja. Damit kann man bestimmt ziemlich viel Mist bauen. Ja, es ist halt ein Abschleppschiff. So kann man nicht viel sagen. Übrigens, damit ich noch irgendwelche unnützen Kenntnisse heute zur Geltung bringen kann. Traktor ist das Partizip des lateinischen Verbes trahere, was so viel bedeutet wie ziehen.
Daher kommt es mit Traktorstrahl. 5 Jahre als Händler haben sie ausgezahlt. Nicht wundern, das war gerade ein Feueralarmtest. Dann haben wir hier die Pioneer. Und zwar die von, ist die von Consolidated Outland. Und diese Pioneer, die ist ein krasses Schiff, ja? Es ist ein Basenbauschiff. Beziehungsweise, genau genommen, ist es, hat es den Fokus Großkonstruktion. Das Ding ist eine Fabrik. Damit kannst du dir deine eigene Basis bauen, ja? Das Ding landet auf irgendwo auf einem fremden Planeten sozusagen, um den zu kolonisieren. Das kann sich so ungefähr von der Größe her, ja, kann sich ungefähr mit der Carrack messen. Also, das Ding, das ist ordentlich, ja. Das Ding ist, das ist ordentlich. Hier drin sozusagen diese Fabrikgebäude, man kann nicht in der dritten Person das Ding machen. Hier, das kann aufklappen sozusagen, huip und huip. Da kann man auch mal im Star Citizen Wiki sozusagen sich das anschauen, wie das dann von innen aussieht. Da gibt es wohl schon ein paar Bilder. Die Brücke finde ich... Ja, okay, brauche ich jetzt nicht zu erklären. Das könnt ihr euch selber anschauen, wenn es interessiert. Auf jeden Fall sieht es ziemlich krass aus. Also ich muss schon sagen, dass... Wenn du denn so irgendwo hinfliegst, weißt du, du hast keinen Bock mehr auf deine Leute zu Hause. Fliegst irgendwo hin, baust deinen eigenen Außenposten, kannst ihn bauen, wie du willst, ja. Du hast da drin Fabrikationssysteme. Du hast da drin wirklich eine Fabrik. Aber ist das alles ins Spiel implementiert? Das dauert wahrscheinlich noch einen Moment. Minimum 4, maximal 8 Crew. Ansonsten Capital-Klasse natürlich. 600 SCU Cargo-Einheiten. Länge 200 Meter, Breite 125 Meter, 30 Meter hoch. Ja. Wobei Basenbau, das ist gar nicht mehr so weit weg. Es ist nicht mehr so weit weg. Sie entwickeln schon. Es wird ab und zu schon was gezeigt dazu. Also so weit weg ist es gar nicht. So weit weg ist das gar nicht. Aber ja, das war es dann heute auch, glaube ich, schon wieder. Malo. Dann haben wir noch, dann noch die MISC-Ausstellung sozusagen. Und dann kommt noch Best in Show. Na, dann war es auch schon wieder mit der Messe. So ein Mist. Ja, so schnell kann es wieder vorbei sein. Ich gehe nochmal zum Aufzug, weil ich mir nochmal ganz kurz angucken, wann... das Zeug kommt dann. Ja. Müssen wir mal schauen, ob wir... Wahrscheinlich werden wir noch eine Extra-Folge nur zu MISC machen, was dann nur in der einen Halle sein wird. Während in der zweiten Halle dann schon das Best in Show sein wird, was wir nochmal in einer Extra-Folge machen. Ich weiß nicht sicher, ob das wirklich so ist. Es kann auch sein, dass dann halt einfach morgen sozusagen jetzt MISC reinkommt und dann erstmal Pause ist, bis halt sozusagen gebotet ist, wer Best in Show ist. Ja, stimmt, sonst hätte ja MISC Nachteil, sonst wäre MISC schon ausgestellt, wären die Best in Show noch gar nicht da. Na genau, das geht halt vom 27. bis 28. und dann vom 28. an geht dann Best in Show sozusagen los. Okay, also das heißt, wir müssen dann eben getrennt aufnehmen. Ja. Genau. Richtig, das heißt, es kommt dann, nächste Folge ist dann eben nur zu MISC, da haben wir nur die eine Halle von MISC halt eben und danach kommt dann die letzte Folge zu dieser Messe hier, wo es dann um die Best 10 Schiffe geht. Genau, und MISC hat auch noch mal ein paar Schiffe, also wir kriegen auf jeden Fall eine Folge gefüllt. Ich meine, jetzt hier so eine 40-Minuten-Aufnahme, es geht auch kürzer. Ja, können auch 30 sein. Ja, genau. So, aber, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das ist übrigens die Redeemer, da wo wir leider nicht reingucken konnten. Das können wir mal bei dem MISC dann machen, dass ich die Redeemer nochmal spawne und wir uns hier nochmal von innen anschauen. Aber ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.